klar. In Ordnung. Das Gebäude. Aber was ist denn los, Gegner? Du lässt dir ja ziemlich viel Zeit. Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Ausbau vollbracht. Wie wäre es, wenn ich nicht bald einen Platz in einem Bauernhof finde, falle ich vom Fleisch. Was würde ich jetzt nicht bemüht? Was würde ich jetzt geben für ein warmes? Hier bleib ich gern. Das freut mich. Eine Schatztruhe. Eric, du kannst auch mal was tun. Ja. Pilgrim hat schon die Gegend erkundet. Dario war schon bei Garrek. Und Ari ist weiblich, so. Jetzt bitte nicht falsch verstehen. Das war jetzt nur so ein kleiner Joke. Das ist jetzt kein Angriff auf Frauen. Ausbau abgeschlossen. Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Ihr solltet die Wäsche ins Trockene bringen. Es regnet. Ernsthaft? Dann mache ich eine Schmiede. Was? Na gut. Oh, Alter. Ich brauche unbedingt einen Marktplatz. Und mehr Leibis. Es ist Zahltag. Ja. Natürlich. Na gut. Oh nein. Die Erforschung einer neuen Technologie ist abgeschlossen. Freilich. Mit der Kanone jetzt. Wenn ihr meint, wird gemacht. Fertig. Ein Schmied beginnt mit der Arbeit. Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Alle Bauernhöfe sind belegt. Einige Siedler haben nichts zu essen. Ja. Fertig. Ja. Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Baut mehr Bauernhöfe, um all eure Siedler versorgen zu können. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Na, jetzt lass es doch mal schneien. Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaucht. Nee, hier möchte ich das aber nicht hinbauen. Jupp. Wenn schon, denn hier. Die Erforschung.
Forschung einer neuen Technologie ist abgeschlossen. Hier erfrescht nicht. Hier auch nicht. Ich baue lieber mehr hier. Da kann ich dann bauen, wenn dann bisschen mehr gesichert ist. Schneeflöckchen, Weißröckchen. Wann kommst du geschneit? Ein schöner Ort, um tätig zu sein. Du wohnst in den Wolken, dein Weg ist so weit. Theoretisch gesehen könnte ich die hier abbauen, damit ich ein bisschen mehr Rohstoffe habe, aber warum sollte ich das tun? So soll es sein. Kein Problem. Ja, macht mal hier die ganzen Flächen frei. Steinmetz. Zahltag. Ja, ist gut. Eine neue. Ich bin müde. Schon mal daran gedacht, ein paar Betten mehr zur Verfügung zu stellen? Ich habe nämlich keins. Ihr müsst mehr Steine besorgen. Ach, der eine. Ausbau vollbracht. Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Ein Steinmetz tritt in eure Dienste. Es ist soweit. Ihr könnt euer Haupthaus ausbauen. Alle Bauernhöfe sind belegt. Einige Siedler haben nichts zu essen. Ausbau abgeschlossen. Hört mal hier mit. Mann! Aber alle Bauernhöfe sind schon voll. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Dann sind noch 5 weitere. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Die keine Nahrung haben. Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Ja, ja. Es gibt nicht genug zu essen. Ja, aber ich wollte gerade sagen, warum ist das noch klein? Es ist ein kleines Wohnhaus. Eine Kirche kann ich schon bauen? Kann ich. Also es ist schon freigeschaltet, aber ich kann es noch nicht bauen. Weil mir dazu die Rohstoffe fehlen. Ausgebaut. Einige Siedler.
Händler haben keinen Platz zum Nächtigen. Baut mehr Bauernhöfe, um all eure Siedler versorgen zu können. Ausbau abgeschlossen. Wenn die Zeit ungefähr hier bei 35 Minuten ist, dann werde ich eine Aufnahmepause machen. Da ich noch ein bisschen vorproduzieren muss, ungefähr seit Ende November, vielleicht auch Mitte November oder irgendwann im Dezember, kam ich sehr aus dem Ruder halt mit dem Upload-Plan und so weiter. Deswegen möchte ich schon mal ein bisschen vorproduzieren und alles vorbereiten halt. Deswegen kam ja auch jetzt Dezember kein Age of Empires 3 und halt auch noch nicht diese Freispielkarte, sondern erst jetzt hier im November, im Januar. Weil ich ja halt auch ein bisschen unter Stress war und so alles halt. Und sehr aus dem Ruder kam. Deswegen werde ich erstmal kleine Aufnahmen machen und halt ein bisschen vorproduzieren. Damit ich halt wieder mit den bisschen mit dem Ablautplan wieder ein bisschen reinkomme. So. Heureka! Hey, cool! Ah, die wollten. Wie ich gesagt habe, die drei Truppen. Gut, jetzt greifen sie nur noch Nordfeste an. Wie heißen die? Nordfeste? Ja, Nordfeste an. Ich glaube, die bleiben auch so. Wenn ihr es für richtig damit haltet, können sie wieder dorthin. Andernfalls. Ja, doch, ich schicke die erstmal wieder dorthin. Die kann ich zwischendurch angreifen. Oder erst, wenn ich eine starke Armee habe. Ich wollte gerade sagen, ich spare jetzt erstmal für Legierungen. Und dann war es doch frei. Okay, einer hat noch keine Nahrung. Ich weiß die sieben und noch eine weitere Person. Wahrscheinlich ein Bauer. So. Kann es sein, dass es hier genau spiegelverkehrt ist? Diese Seite? Ich meine, hier sind zwei Eisenschächte. Einer ist ja noch zu. Dann habe ich gesehen, hier ist noch eine Schwefelschacht. Hier ist ein Lehmschacht. Hier ist eine Steingrube jetzt. Und sowas ähnliches ist ja auch hier, bloß nur etwas spiegelverkehrt. Hier ist noch der Hügel, hier ist noch der Hügel. In der Tat, das ist hier ein bisschen spiegelverkehrt. Ich glaube jetzt nicht zu 100%, aber es ist spiegelverkehrt. Das ist mir noch nie aufgefallen. Sehr interessant. Das heißt, hier ist irgendwo noch eine Schatztruhe? Wie hier bei mir? Ihr habt nicht genügend Eisen. Ach. Sofort. Warte mal hinne. Du warst bei der Holzklasse? Wenn die fertig sind mit Stein, machen sie Eisen.
Okay, einige davon sind, haben noch kein Haus. Im Leben nicht. Doch. Natürlich. Bam, baram. Ich mach das einfach nur so. Zwar brauche ich das jetzt nicht mal auszubauen, aber ich mache es jetzt einfach. Ich meine, der hat sich ja so sehr viel Zeit gelassen. Ausbau abgeschlossen. Okay, wieso bauen die es da? Deren Sache. Sache. Hä? Hä? Das Ich bin müde. Ein Bett in einem Wohnhaus wäre jetzt etwas für... Hat er mir nicht das erste angezeigt, dass die hier kein Dings hatten? Eigentlich hätte es stehen lassen können. Für die hier. Ja. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Natürlich. Uff. Fertig. Alles abgebaut, wenn's denn sein muss. Alles weg. Es gibt nicht genug zu essen. Guck mal, eigentlich passt es doch dorthin. Wieso müssen die mal so einen bestimmten Platz haben? Na gut. Gut, vielleicht wegen das hier, aber dennoch. Ihr habt Lehm gemacht. Dann ja. Macht Eisen. Ich hab getan, was ihr wolltet. Ein Alchemist beginnt seine Arbeit. Ich wollte gerade sagen, wir hatten jetzt schon wieder kein Haus. Fertig, Meister. Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Alle Bauernhöfe sind belegt. Einige Siedler haben nichts zu essen. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Die Erforschung einer neuen Technologie ist abgeschlossen. Ihr solltet die Wäsche ins Trockene bringen. Es regnet. Dann bedanke ich mich, dass ihr zugesehen habt. Ich habe schon gesehen, ich war schon ein bisschen da drüber. Ich habe das oder so auch schon gesehen, dass ich schon bei 34 Minuten war im Spiel jetzt hier. Also jetzt hier bei diesem Level. Preisspielkarte meinte ich. Ja, dann bedanke ich mich, dass ihr zugesehen habt. Und dann geht das nächste Mal weiter mit dieser Freispielkarte. Ich sage ansonsten hier nur noch Tschüss.